eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und die Auswirkungen auf Hessen, Drucksache 20/106, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 23 und kann, wenn denn niemand widerspricht, mit Top 5 zu diesem Thema aufgerufen werden. Wollen wir das so tun? Offensichtlich wollen wir das so tun. Dann rufe ich den Top 5 auf. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Hessisches Gesetz zur Regelung des Übergangszeitraums nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union. Redezeit ist 10 Minuten. Es hat sich gemeldet als erster Herr Abg. Utter, Fraktion CDU. Herr Abg. Utter, Sie haben das Wort. Herr Abg. Utter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Vorfeld der Landtagswahl hat der Hessische Rundfunk in einem ganz besonderen Projekt jedem Bewerber die Gelegenheit gegeben, ein standardisiertes Interview abzugeben, was man dann auf der Seite des HRs nachschauen konnte, um sich ein Bild von den Bewerbern zu machen. Eine der ersten Fragen war dabei, worüber wollen Sie im neu gewählten Landtag als erstes reden. Ich habe gesagt, ich würde gern darüber reden, dass Hessen gut vorbereitet ist auf den Brexit. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute auch darüber reden darf. Wir bedauern es ausdrücklich, dass mit Großbritannien erstmals ein Mitgliedsland und auch ein wichtiger Teil der Gemeinschaft, die Europäische Union, verlassen wird. Unser Bestreben ist es, die mit dem Brexit verbundenen Nachteile zu minimieren und mögliche Chancen da auch noch zu nutzen. Als einen kleinen Baustein auf diesem Weg nun bringen wir hier ein Gesetz ein, das gleichlautend auch in anderen Bundesländern so verabschiedet wird. Dieses Gesetz soll dazu dienen, bei einem geregelten Brexit die gesetzlichen Vorgaben auch in unserem Land zu schaffen. Dieses Gesetz basiert auf der Vereinbarung, auf dem Vertrag, den die Europäische Union mit Großbritannien schließen möchte, damit es am 30. März 2019 nicht zu einem ungeregelten Austritt kommt. Das heißt, hier wird vor allen Dingen geregelt, dass die Bestimmungen, die bisher auf das Vereinigte Königreich angewandt wurden in Hessen, nämlich die Bestimmungen der Europäischen Union, für einen Übergangszeitraum auch weiterhin gelten werden. Wie lang dieser Übergangszeitpunkt sein wird, das steht nicht fest. Es ist ja im Vertrag vorgesehen, dass es bis 31. Dezember 2020 sein kann. Aber es ist auch vorgesehen, dass es die Möglichkeit darüber hinaus sogar noch der Verlängerung gibt. Der Gesetzentwurf, der hier nun vorliegt und den wir beraten wollen, wird in erster Linie den britischen Staatsbürgern in Hessen zugutekommen, weil ihr Status für längere Zeit damit noch einmal geregelt ist und der Übergang besser geregelt werden kann. Das betrifft viele Fragen über das Aufenthaltsrecht, aber sogar hin bis zum Wahlrecht bei Wahlen, wo ja EU-Bürger bei uns wählen dürfen, kommunal und auf Europaebene. Die Landesregierung hat uns schon die Anhörungsunterlagen übermittelt, sodass wir das schnell beraten können, was auch notwendig ist, um das in Kraft zu treten, noch vor dem 30. März. Allerdings wissen wir nicht heute, das muss man auch ehrlich sagen, ob das Gesetz nun wirklich in Kraft treten wird. Denn es ist ein Gesetz, das nur dann gilt, wenn es zu einem geregelten Austritt kommt. Jetzt weiß man nicht genau, was man sich mehr wünschen soll.
dass es zu einem geregelten Austritt kommt oder dass in letzter Sekunde vielleicht Großbritannien doch noch die Kurve bekommt und ganz auf den Austritt verzichtet. Aber wir als Hessen können mit diesem Gesetz unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass es geregelt wird. Wir als Hessen haben ein Interesse daran, dass die enge Partnerschaft mit Großbritannien erhalten bleibt. Es ist ein wichtiger Handelspartner, und Großbritannien wird auch außerhalb der Europäischen Union weiter ein wichtiger Bestandteil Europas sein. Das zwischen der Europäischen Union und der britischen Regierung ausgehandelte Abkommen könnte eine wichtige Grundlage sein, um die Beziehungen neu zu regeln. Aber noch ist die Lage in Großbritannien so schwierig, dass wir heute nicht sagen können, ob es nicht doch zu einem harten Brexit kommt. Und ich bin mir sicher, vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger der EU in Großbritannien und britische Bürger in der EU werden darunter zu leiden haben. Hessen hat sich gut vorbereitet auf den Brexit, soweit man das in dieser Situation tun kann. Es wurden Strukturen geschaffen der Information, und die Landesregierung hat auf vielfältige Weise auch vernetzt Akteure hier in Hessen, um eine gute Beratung zu ermöglichen. Im Europaausschuss hatten wir im letzten Jahr einen ausführlichen Bericht über die Maßnahmen. Es wurden uns auch Broschüren vorgestellt, die verteilt wurden. Es ist sicherlich auch sinnvoll, jetzt den Antrag, den die FDP gestellt hat, erneut zu erfahren dann im Ausschuss, was weiter geschehen ist und welche Maßnahmen weiter getroffen wurden, um die Auswirkungen des Brexits abzumildern. Die hessischen Bürgerinnen und Bürger haben am 28. Oktober 2018 ein klares Bekenntnis zu Europa gesprochen. Mit über 80% der abgegebenen Stimmen heißt nun der Artikel 64 unserer Verfassung: Hessen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und als solcher Teil der Europäischen Union. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Dieses Bekenntnis ist recht einmalig in der Bundesrepublik, und ich finde, wir können da als Hessen stolz drauf sein. Europa ist in allererster Linie ein System des Friedens. Es ist eine Friedensunion. Es ist durchaus schwer, Frieden zu halten, und es ist leicht, Krieg zu beginnen. Darum bei der Frage des Brexit steht auch wie ein Fokus die Frage Nordirlands im Mittelpunkt. Denn wie segensreich hat sich hier die Europäische Union ausgewirkt und Frieden in einen schwierigen Konflikt gebracht. Aber vielleicht muss man daran auch noch einmal erinnern. Vor 47 Jahren, am 30. Januar 1972, es war ein Sonntag, wurde in Derry oder auf britisch Londonderry ein Protestzug katholischer Bürgerrechtler von britischen Soldaten beschossen. In der Panik versuchten die Menschen zu fliehen, und es wurde auch auf Wehrlose am Boden liegende geschossen. Die traurige Bilanz waren 13 Tote und 13 verletzte Demonstranten. Die Soldaten behaupteten, sie seien zuerst beschossen worden. Dagegen spricht aber, dass kein Soldat verletzt wurde und 5 Opfer Schüsse im Rücken hatten. Mehrere Untersuchungskommissionen kamen zu dem Ergebnis, dass die Demonstranten unbewaffnet waren. Erst im Juni 2010 bat der britische Premierminister David Cameron öffentlich um Entschuldigung. Inzwischen waren auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Tatbeteiligten eingeleitet worden. Auf den Bloody Sunday antwortete die katholische IRA mit einer Serie von Terroranschlägen, die viele Opfer traf. In Dublin stürmte eine aufgebrachte Menge die britische Botschaft und brannte sie nieder. Das war vor 47 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist es doch ganz klar, dass Europa darauf achten muss, dass dieser Konflikt im Rahmen des Brexits nicht erneut aufflammt.
Es darf keine Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland geben. Europa hat den Völkern viele Vorteile gebracht: Frieden, Wohlstand. Und das, was uns immer als Nachteil empfunden wird, ist ein großer Vorteil: unsere Vielfalt, die Vielfalt der Regionen, die Vielfalt der Nationen. Europa ist ein Erfolgsmodell für Frieden, für Integration, für soziale Marktwirtschaft. Wir wollen, dass Hessen daran weiter mitbaut. Mit dem heutigen Gesetz bringen wir einen Beitrag dazu, damit Europa auch weiterhin in Frieden leben kann und wir die schwierige Herausforderung des Brexits damit auch miteinander bewältigen. Am Schluss möchte ich noch sagen, in Europa ist ja nicht alles nur schlecht, sondern es gibt auch viele Fortschritte und positive Zeichen. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich das einmal hier sage. Ich bewundere ausgesprochen den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras für seine Haltung, wie er den Namensstreit mit Makedonien, mit Nordmakedonien, hat lösen können und dabei keine Rücksicht nimmt auch auf seine eigene politische Zukunft. Er steht mir politisch nicht nahe, aber ich halte ihn für einen großen Europäer. Ich wünsche mir, Herr Abgeordneter, ich muss Sie an Ihre Redezeit erinnern. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam weiter für ein föderales Europa arbeiten, denn ein starkes Europa bedeutet ein starkes Hessen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Utter. Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Stirböck von der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch manche Pro-Europäer empfinden den Brexit als eine Befreiung von einem Land, das die Europäische Union in ihrer Entwicklung auch oftmals gebremst hat. Diese Menschen sehen das hessische Brexit-Übergangsgesetz daher emotionslos oder sogar mit klammheimlicher Freude. Aber auch wenn die Briten immer ein anstrengender, herausfordernder Verhandlungspartner waren, auch wenn die britischen Verhältnisse derzeit Zweifel an der politischen Klasse des Landes aufkommen lassen, für uns Freie Demokraten verlässt ein Kernbestandteil Europas das Mutterland der modernen Demokratie und des Parlamentarismus, die Union. Und das ist mehr als ein kleiner Einschnitt in der Geschichte der europäischen Einigung. Es ist ein verheerender Rückschritt. Für uns Freie Demokraten zumal, denn während andernorts in der EU die Pressefreiheit in Gefahr gerät, Richter aus dem Amt gedrängt werden, von einer illiberalen Demokratie schwadroniert wird oder auch von Failed States gesprochen werden muss, geht mit Großbritannien trotz aller Irrungen und Wirrungen ein Land mit einem geordneten Staatswesen. Und es geht einer unserer wichtigsten Verbündeten für eine marktwirtschaftliche Grundordnung. Es geht ein wichtiger Handelspartner unseres Bundeslandes. Auch wenn wir heute sehr technische Fragen des Brexit-Übergangs beraten, kann uns der Grund für unsere heutige Beratung nicht unberührt lassen. Es ist zumindest ein Warnschuss für die Europäische Union, den wir unabhängig von unserer politischen Verortung ernst nehmen müssen. Ebenso sollten wir kritisch hinterfragen, ob nicht auch mancher nationale Alleingang Deutschlands die antieuropäischen Fliehkräfte verstärkt hat. Wir Freien Demokraten begrüßen das hessische Brexit-Übergangsgesetz. Der europäische Gedanke ist zu groß für eine kleingeistige, kleinkarierte Debatte. Heute berät der Hessische Landtag in erster Lesung das Gesetz. Dort hat es 2018 Regierungsanhörungen gegeben. Verwunderlich ist daher, dass die Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN das Gesetz einbringen, nicht die Regierung. Offenkundig wollen die Regierungsfraktionen angesichts der auch von Herrn Utter eben
angesprochenen drängenden Zeit auf eine Anhörung im Europaausschuss verzichten, stattdessen auf die Regierungsanhörung verweisen. Der Regelungsgehalt des hessischen Brexit-Übergangsgesetzes ist überschaubar. Die Paragraphen 1, 2 und 3 entsprechen den Paragraphen 1, 2 und 4 des gerade vom Bundestag beschlossenen Brexit-Übergangsgesetzes. Das hessische Gesetz leidet aber unter dem gleichen Problem wie das Bundesgesetz. Die Regelungen beziehen sich auf den im Austrittsübereinkommen festgelegten Übergangszeitraum. Alle Zeichen aus Großbritannien deuten aber darauf hin, dass die Verhandlungsergebnisse zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich Makulatur sind. Es ist daher zu befürchten, dass auch das heutige Gesetz Makulatur ist. Daher brauchen wir auch für Hessen ein No-Deal-Szenario. Es kann nicht ernsthaft bestritten werden, ein No-Deal zeitigt negative Auswirkungen. Der No-Deal betrifft viele Unternehmen, Unternehmen, die sich auf dem britischen Markt betätigen oder Standorte dort unterhalten, Unternehmen, die auf Zulieferungen britischer Unternehmen angewiesen sind. Die Landesregierung hat zur Vorbereitung des No-Deal hierzu mehrere Runden mit Unternehmen und Verbänden durchgeführt, die ich auch gar nicht kritisieren will. Aber von den Teilnehmern berichten, sie seien Alibi-Veranstaltungen gewesen. Sie zeigen aber immerhin Problembewusstsein und guten Willen, ebenso wie die Broschüren, von denen Sie, Herr Utter, eben gesprochen haben. Großunternehmen scheinen oft gut vorbereitet. Der Mittelstand sieht oft noch Fragezeichen. Ungelöste Probleme zeigen sich auch in Bereichen, die gerade Hessen betreffen. Die Probleme zeigen sich etwa beim Flugverkehr. Denn wenn wer in der EU ungehindert fliegen will, muss nach den Regelungen von Ownership und Control wenigstens 51% europäischen Anteilseigner gehören. Hier waren Wiesbaden und Berlin in Brüssel nicht den erforderlichen Druck für eine Übergangsregelung aufgebracht. Von Fragen rund um Passagier- und Frachtprozessen, Verzollung und Verkehrsrechten gar nicht zu sprechen. Die Probleme zeigen sich auch bei bestimmten Wertpapierdienstleistungen, bei denen perspektivisch eine Unsicherheit bleibt, ob die Bank Leistung erbringen soll und damit gegen Recht verstößt oder nicht erbringen soll und gegebenenfalls schadensersatzpflichtig wird, oder auch beim CCP-Clearing betreffend Zinsswaps. Für uns steht zudem fest, gerade nach dem Brexit wird für Hessen das Projekt der Kapitalmarktunion wichtiger denn je werden. Wir Freien Demokraten haben heute einen Antrag eingebracht, der im Europaausschuss mit dem Gesetzentwurf beraten werden kann. Dann kann die Landesregierung auch über ihre Vorbereitungen für das No-Deal-Szenario berichten. In jeder Krise steckt auch immer eine Chance. Die Möglichkeiten für Hessen und für das Rhein-Main-Gebiet als internationale Region Deutschlands, wie es der Wirtschaftsminister formuliert, hat die Landesregierung genutzt. Al-Wazir war ja nahezu im wahrsten Sinne des Wortes zu Lande, zu Wasser und in der Luft für den Standort tätig. Mein nordrhein-westfälischer FDP-Kollege im Landtag fand das mit den Interviews im Flugzeug schon etwas overdosed und sprach eher so von Showbildern. Aber zumindest kann man Ihnen nicht nachsagen, Herr Al-Wazir, dass das Land nichts gemacht hätte, um Unternehmen aus aller Welt hier anzuziehen. Trotz allen Standortmarketings, Ziel hessischer und deutscher Politik, muss immer der Verbleib oder die Rückkehr Großbritanniens in die europäische Familie sein. Den Gegnern des europäischen Gedankens, die sich auch hier in diesem Parlament finden, hätte Guido Westerwelle, wenn er sich noch parlamentarisch mit ihnen hätte auseinandersetzen müssen, entgegengesetzt, ja, Europa hat auch einen Preis. Aber Europa hat auch einen Wert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Einige Parteien in diesem Hause wünschen sich Europa als Fiskalunion mit stärkerer Umverteilung zwischen den Staaten. Andere, dazu gehören wir, setzen mehr auf strikte Haushaltsdisziplin in allen Mitgliedstaaten. Aber eine große Mehrheit der Fraktionen von Linkspartei bis zur Union eint die Überzeugung, dass Europa mehr ist als nur ein ökonomisches Projekt. Ja, Großbritannien ist ein wichtiger Handelspartner der hessischen Unternehmen. Aber Europa ist mehr. Europa ist das vielbeschworene Friedensprojekt. Europa ist aber auch ein Freiheitsprojekt
für das wir gemeinsam kämpfen sollen. Bei allen Unterschieden zwischen den Europa-Anhängern in diesem Parlament über die künftige Europapolitik und über einzelne Maßnahmen beim Brexit sollten wir klarmachen, dass die europäische Tür für Großbritannien weiter offen steht. Wir begrüßen Ihren Gesetzentwurf, nehmen Sie unsere Gedanken ebenfalls mit. Europa sollte uns jedenfalls ein gemeinsames Signal und ein gemeinsames Vorgehen wert sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Stirböck. Das war die erste Rede, Ihre erste Rede hier in diesem Hause. Wir gratulieren ganz herzlich. Als nächsten Redner rufe ich auf Herrn Abgeordneten Bolldorf, Fraktion der AfD. Herr Bolldorf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Kaum ein Thema beschäftigt die Politik in der Europäischen Union derzeit so spannungsgeladen wie der Brexit. Dankeschön. Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat viele direkte Auswirkungen, sowohl positiv für den Bankenstandort Frankfurt, aber mehrheitlich auch negativ für Wirtschaft und Tourismus und andere Bereiche in Hessen. Die Landesregierung, meine Damen und Herren, steht in der Pflicht, die mit dem Brexit verbundenen Nachteile zu minimieren und rechtzeitig Vorkehrungen für alle möglichen Szenarien zu treffen, insbesondere aus rechtlicher Sicht. Dem Landtag ist nun ein hessisches Brexit-Übergangsgesetz vorgelegt worden. Dieses sieht vor, eine Generalklausel in das Landesrecht aufzunehmen, nach der Bezugnahmen im Landesrecht das Vereinigte Königreich auch während der Übergangsphase als Mitglied der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft erfassen. Hierbei, meine Damen und Herren, gibt es konkrete Ausnahmen. Der Gesetzentwurf bezieht sich auf Artikel 127, die Absätze 1, 4, 5 und 7 des Austrittsabkommens. Dies betrifft etwa die Bereiche der Grenzkontrollen, die ständige strukturierte Zusammenarbeit und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Der vorliegende Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, ist eine logische Folge dessen, was auf europäischer Ebene beschlossen wurde und ist daher rechtspolitisch notwendig. Er schafft Rechtsklarheit für den Rechtsanwender und schreibt die bisherige Rechtslage fest. Auf einen eventuellen Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird, anders als in den Brexit-Übergangsgesetzen anderer Bundesländer, nicht eingegangen. Der Erfüllungsaufwand umfasst die gesamten Kosten sowie den Zeitaufwand, die durch die Befolgung der rechtlichen Vorschrift entstehen. Betroffene Gruppen wären Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung. Allerdings lässt sich im Moment noch nicht absehen, inwieweit sich ein Erfüllungsaufwand ergibt. Wichtig ist aber festzuhalten, dass das Gesetz nur in Kraft tritt, falls auch das Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in Kraft tritt und rechtswirksam ist. Dass dies allerdings zutreffen wird, ist nach dem derzeitigen Stand aufgrund der Position des britischen Unterhauses mehr als fraglich. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund will die AfD-Fraktion in dieser Debatte zwei grundsätzliche Bemerkungen anheimstellen. Erstens. 2016 hat sich eine Mehrheit der Bürger des Vereinigten Königreichs und Irlands in einem freien und fairen Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Ein Austrittsverfahren nach Artikel 50 EU-Vertrag wurde begonnen, und es ist zum beiderseitigen Erfolg zum Ende zu führen. Einen Exit vom Brexit darf es nicht geben. Alles andere führt die demokratische Legitimation dieser Entscheidung ad absurdum. Zweitens. Das Verhalten der EU-Institutionen in der Streitfrage des Austrittsabkommens ist nicht souverän. Die AfD-Fraktion hält es für politisch falsch,
dass die EU trotz mehrfacher Ablehnung des Austrittsabkommens durch das britische Unterhaus Nachverhandlungen ausschließt. Dieses Verhalten, meine Damen und Herren, riskiert einen harten Brexit, der sowohl für die Briten als auch für Deutschland und insbesondere für Hessen negative Folgen hat. Die stellvertretende Direktorin der Generaldirektion Handel der EU-Kommission, Frau Dr. Sabine Weyand, hat bereits im Rahmen der Europaministerkonferenz im Juni 2018 vor der steigenden Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit gewarnt. Es ist jedoch nach unserer Auffassung primär auf Bundesebene versäumt worden, auf dieses Szenario frühzeitig im Interesse der Bundesländer angemessene Vorkehrungen zu treffen. Ein No-Deal-Brexit, meine Damen und Herren, würde insbesondere in der Exportbranche zu Wachstumseinbußen und negativen Einflüssen auf Handelsverpflichtungen führen sowie Arbeitsplätze gefährden. Auch Tourismus und beispielsweise der Flugverkehr, ist ja eben schon angeklungen, durch die Einstellung aller Flüge zwischen EU und Großbritannien wären betroffen. Zudem entsteht Rechtsunsicherheit in Bereichen, die die Menschen direkt betreffen, wie etwa Roaminggebühren, Visafreiheit und Fluggastrechte. Kurzum, ein harter, ungeordneter Brexit schadet dem international ausgerichteten Wirtschaftsstandort Hessen. Lediglich die Bekundungen vieler Banken und Finanzinstitute, die infolge der Brexit-Diskussionen ihre Europaabteilungen in Frankfurt am Main auf- oder ausbauen wollen, ist aus dieser Sicht ein positiver Aspekt. Das muss bei einer differenzierten Betrachtung auch erwähnt werden. Aber auch hier gilt, lediglich Absichtserklärungen ersetzen kein aktives Handeln. Die AfD-Fraktion, meine Damen und Herren, teilt die Einschätzung, die der Ausschuss der Regionen in einer Resolution zum Brexit geäußert hat. Die Europäische Union muss mit der britischen Regierung zusammenarbeiten, um unter Berücksichtigung der erzielten Erfolge Formen der Zusammenarbeit zu finden, die für beide Seiten vorteilhaft sind. Es braucht diese Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen. Es braucht Nachverhandlungen für ein faires Austrittsabkommen, das eine beiderseitige Anerkennung des Vereinbarten sicherstellt, aber auch Großbritannien gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten nicht privilegiert. Der Austritt Großbritanniens muss ohne Wenn und Aber geordnet geschehen, weil dies im Sinne der Bürger und der transnational agierenden Unternehmen in Hessen sowie der Kommunen ist. Für diese und andere sind Rechtssicherheit und geordnete Wirtschaftsbeziehungen zwingende Voraussetzungen. Und da wir uns ja jetzt in der ersten Lesung mit einem Gesetz beschäftigen, habe ich natürlich nachgeprüft und festgestellt, dass das Anhörungsverfahren zum Brexit-Übergangsgesetz keine wesentlichen Veränderungen durch die angehörten Institutionen erfahren hat. Ich komme zum Abschluss meines Redebeitrags auf den FDP-Antrag, der eben kurzfristig vorgelegt wurde. Es handelt sich bei diesem Antrag, im Grunde genommen ist es eigentlich der zweite Schritt nach dem ersten, was dieses Gesetz betrifft, um einen Resolutionsantrag, der sehr sinnvoll ist, wenn man den zweiten Schritt dann auch sieht, der inhaltlich die Landesregierung auffordert, die negativen Folgen des No-Deal-Brexit durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren und die Chancen zu nutzen, die sich aus dem vorgesehenen Brexit-Übergangsgesetz ergeben, ja, und auch, dass die Landesregierung dann entsprechende Vorkehrungen trifft und das auch schriftlich festgestellt ist. Ich komme nun zum Schluss. Die AfD-Fraktion stimmt der Überweisung dieses Gesetzentwurfs, da gehe ich mal davon aus, in den zuständigen Europaausschuss zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Abg. Wolloff. Auch Ihre erste Rede war diesem Hause. Herzlichen Glückwunsch dazu. Als nächste Rednerin darf ich aufrufen die Abg. Waschke, SPD-Fraktion. Frau Waschke, Sie haben das Wort. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Der Hessische Landtag beschäftigt sich heute mit dem Gesetzentwurf zur Regelung der Übergangsphase nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union. Das Austrittsabkommen, das derzeit diskutiert wird und von dem niemand weiß, ob es jemals in Kraft treten wird, sieht eine Übergangsphase von 2 Jahren bis zum 31. Dezember 2020 vor. Und darauf müssen wir auch als Land Hessen vorbereitet sein. Genau wie die Bundesebene müssen auch die Länder mit einem Brexit-Übergangsgesetz klarstellen, in welchen einschlägigen Bestimmungen unseres Landes das Unionsrecht weiter gilt und in welchem eben nicht. Am 29. März dieses Jahres wird Großbritannien die Europäische Union verlassen, ob mit Austrittsvertrag oder ohne. Nach einem Referendum, in dem 52% der Briten für einen Austritt votiert haben, aber eben auch 48% dagegen waren, hat Großbritannien nach Artikel 50 des Vertrags der Europäischen Union das Austrittsverfahren in Gang gesetzt, das im März enden wird. Aber für mich ist dieser Brexit ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Populisten arbeiten. Das Mitglied des Europäischen Parlaments Nigel Farage und der ehemalige Außenminister Großbritanniens Boris Johnson sind wochenlang mit Bussen durch Großbritannien getourt und haben den Menschen vermeintlich einfache Lösungen präsentiert, bis dahin, dass glatte Lügen verbreitet worden sind. Nach dem Austritt fließen Milliarden in das britische Gesundheitssystem. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Heute wollen alle Genannten davon nicht mehr so wirklich was wissen, und eigentlich war es ja auch alles gar nicht so gemeint. Wir aber, wir stehen vor einem Trümmerhaufen. Das britische Unterhaus lehnt den ausgehandelten Austrittsvertrag ab. Insbesondere geht es hier um den sogenannten Backstop. Das ist eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Die EU, Kollege von der AfD, muss auf diesen Backstop bestehen, weil befürchtet wird, dass eine Teilung der irischen Insel ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion, Kollege Utter ist darauf eingegangen, provozieren kann. Und das darf und die kann die Europäische Union auch nicht verhandeln, denn seit ihrer Gründung ist sie Garant für den Frieden in Europa. Kommissionspräsident Juncker hat daher ebenso wie der Ratspräsident Tusk deutlich gemacht, dass das ausgehandelte Austrittsabkommen der beste Weg ist, einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sicherzustellen. Und dieser Backstop ist Bestandteil dieses Vertrages und daher nicht verhandelbar. Und diese Linie übrigens ist mit den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten eng abgestimmt. Sollte es keine Einigung geben, wird der Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union in Zukunft lediglich über die WTO-Regeln erfolgen. Fachleute rechnen mit einem Einbruch der britischen Wirtschaft von bis zu 8%. Nach einer neuen Studie des Münchner IFO-Instituts sind die Folgen des Brexits für Deutschland und insbesondere für Hessen, Zitat, äußerst überschaubar. Bei einem harten Brexit schrumpft die Wirtschaftsleistung in Deutschland ca. um 0,23% und in Hessen um 0,17%. Hessen ist vom Brexit betroffen, und das ist nicht schön. Aber angesichts der Horrorszenarien, mit denen wir uns vor 2 Jahren beschäftigt haben, denke ich, ist das verkraftbar. Was ich mich aber frage, ist, ist dieser Brexit für Europa verkraftbar? Werden wir den Brexit als Europäer überhaupt überleben? Europa ohne Großbritannien ist ein anderes Europa. Deshalb sollten wir alles dafür tun, um Großbritannien an Bord zu halten oder so eng wie möglich an uns zu binden. Uns allen muss klar sein, dass wir in Europa ohne Großbritannien schwächer werden.
Wirtschaftlich wird Hessen vom Brexit nicht so stark betroffen, wie wir alle befürchtet haben. Aber Europa als Ganzes verliert an Kraft. Und noch ein Satz in Richtung all derer, die den Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union fordern. Ein Ausstieg aus der Europäischen Union ist angesichts der Verflechtung der weltweiten Wirtschaft ein garantiertes Programm für Massenarbeitslosigkeit. Das muss jedem klar sein, der so einen Unsinn fordert. Welche Lehren müssen wir aus dem Brexit als Europäer ziehen? Wir haben in Europa viel erreicht, ein historisch hoher Bildungsstand, über 70 Jahre Frieden und Wohlstand und Freiheit. Bei Gleichstellung und Minderheitsrechten sind wir auf einem ganz guten Weg. Trotz schwieriger Zeiten wachsen europäische Volkswirtschaften wieder. Globale Probleme gehen wir gemeinsam an und versuchen, Lösungen zu finden. Aber statt einen gemeinsamen Sozialstaat für die Zukunft zu errichten, erleben wir, dass Ungleichheit und Unsicherheit in Europa zunimmt. Beim Brexit-Referendum ist deutlich geworden, dass viele englische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Europäische Union eben nicht als Schützerin ihrer Interessen, sondern als Bedrohung wahrgenommen haben. Hinzu kommt die bereits erwähnte Agitation der Populisten. Das ist aber keine britische Besonderheit. Das Vertrauen in die Wirkungskraft der europäischen Idee ist gerade in der arbeitenden Mitte in vielen Mitgliedstaaten in den letzten Jahren geschrumpft. Viele Menschen sind nach der Finanzkrise ärmer geworden, und sie sind verunsichert. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass internationale Konzerne satte Gewinne machen, aber dafür kaum Steuern zahlen. Jemanden, der in jenem Monat an seinem Lohnzettel sehen kann, was er an Steuern und Abgaben abführen muss, ist so etwas kaum noch zu erklären. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird sich unsere Arbeitswelt gravierend ändern. Und die Menschen erwarten Antworten, und sie erwarten auch Antworten aus Brüssel. Selbst gut ausgebildete Beschäftigte in Deutschland, aber beispielsweise auch in den Niederlanden, sind von der Entwertung ihrer Arbeit und vom Lohndumping betroffen. Dem muss die Europäische Union in Zukunft entgegenwirken, wenn sie das Vertrauen der Menschen wiedergewinnen will. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern daher einen Pakt für Arbeit, mit dem der Grundsatz der gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit wieder gestärkt wird und Verstöße gegen Arbeits- und Sozialstandards geahndet werden. Dafür muss es eine europäische Arbeitsbehörde geben, die auch grenzüberschreitend kontrollieren kann. Und wir brauchen eine europäische Arbeitslosenversicherung, die alle Menschen in Europa absichert. Und nach den Erkenntnissen der letzten Woche muss endlich Schluss sein mit der ungerechten Besteuerung. Es kann doch nicht sein, dass wir in Europa hinnehmen, dass der Steuersatz in Luxemburg bei 29% liegt, die Konzerne aber nur 2% Steuern entrichten. In Deutschland liegt der gesetzliche Steuersatz für Unternehmen bei 30%. Tatsächlich werden aber nur 20% Steuern gezahlt. Wenn Steuern vermieden werden, sind wir alle betroffen. Das bedeutet nämlich weniger Geld in unsere Sozialsysteme, weniger Geld für unsere Infrastruktur, für unsere Krankenhäuser, für unsere Schulen. Europa muss die richtigen Lehren aus dem Brexit ziehen und sein soziales Versprechen endlich einlösen. Faire Löhne und mehr Steuergerechtigkeit sind da nur zwei Beispiele. Nur so werden die Menschen wieder Vertrauen in Europa gewinnen.